Episode 5. Wolves. Wölfe. Was ist das denn? Hey, I'm gonna go see what Joanne is doing. Go for it. I have to bring back the telescope to Stanley and Arthur. Went to town for weekly supplies. Some pancakes left in the kitchen? Back soon. Ich dachte, der sagt jetzt nicht mehr lange. Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Whatever. Joanne has waffles. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. Keine fliegenden Pfannkuchen. Er ist doch gar nicht da. Wie soll ich denn... Excuse me, water boy. Did you remember to feed the crops? I never forget. Ask Mom. But no way I could grow stuff like she can. Maybe in Mexico. Oh yeah. We can grow a lot of stuff there. Nice mess. Daniel will never change. Karen taught me some cool off-the-grid shit. Okay. Look, still can't believe she's kept it. It's nice to play games with Daniel again. Huh. Karen likes to join us too. Ja, Karten spielen würde ich auch gerne nochmal. USB-Stick nehmen, wieso denn das? She's really good at rewriting her own life. Ich bin ein einzelnes Möbiusband. Wenn ich das Ende erreiche, gehe ich zum Anfang zurück. Füge mich neuen Gesichtern, das Privileg zu flüchten und einen weiteren Entwurf neu zu schreiben. Die Göttin lacht über Pläne und zeigt mir dann die Seite, jahrelang unmarkiert. In der Geisterwüste kehren die Samen als Setzlinge zurück, um ihr Alter und ihre Kraft zu enthüllen. Jetzt gehe ich vorwärts zurück, in Schichten aus Angst und Hoffnung, um die Kinder der Sonne zu genießen. Irgendwie klingt das alles immer so seltsam bei ihr. This one's pretty intense. I think I get it. Glaube nicht, dass ich eine Seele mit oder ohne Kirche finde. Ein Wunder war Schlaf und Essen und Ficken. Ein Tag ohne Scheiß. Bis er es nicht war. Jetzt stürmen wir auf himmlische Spitzen zu. O Visionen der falschen Prophetin. Verschlungen von Ego und Glaube. Wie das brennende Kreuz fällt auf all deine grausamen Engel. Ich bin das Leuchtfeuer der Nichtigkeiten. Wenn der Damm bricht, werden wir alle fortgeschwemmt. Wie Glas auf einer Illusion. Falls ich glaube. Okay, das war das letzte. Wow. I hope Karen sends this to Clarence Steven. Hallo Mama und Papa. Ich habe seit einer Weile über diesen Brief nachgedacht und ich weiß, dass er lange, lange überfällig ist. Also sitze ich heute Abend hier und denke über die Worte nach, die ich vor 10 Jahren hätten schreiben sollen. Ihr habt immer gesagt, alles passiert aus einem Grund. Damals stritten wir uns deswegen. Ich verstehe jetzt, warum. Es gibt einen Grund, warum ich denke, dass ich euch beiden heute Abend aus der Wüste schreiben muss. Ich weiß, ihr habt seit einem Jahrzehnt nur ein einziges Mal von mir per Telefon und 6-mal per Brief gehört. Das tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, euch weh zu tun oder euch zu bestrafen, so wie ihr es mir vorwarft. Lacht nicht, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen oder schreiben sollte. Poesieblockade. Genau wie ihr mich aus eurem Leben ausschließen musstet, nachdem ich Esteban verlassen hatte. Ich verstehe, dass dies eine Art war, in der ihr mit einem Problemkind, einem Einzelkind, das nicht euren Erwartungen entsprach, umgehen musstet. Es lässt sich nicht verleugnen, dass ich euch enttäuschte, doch die Last, das Gewicht eurer Ansprüche als Eltern haben auch mich enttäuscht. Ihr hattet so eine starre Vorstellung davon, was ich sein sollte, dass ich einfach nicht die Chance, Gelegenheit hatte, zu erforschen, wer ich wirklich war. Ihr wolltet eine Tochter, die glücklich aufwächst, einen guten Job und großartigen Ehemann findet, sich niederlässt, um sich zu vermehren, Kinder hat, diese gläubig großzieht, um den Kreislauf der Vorstadt fortzusetzen. Diese Tochter war ich nicht. Ich weiß, dass ihr in einer anderen Zeit und Kultur aufgewachsen seid und ich verstand euren Blickpunkt nicht, so wie ihr eure eigenwillige Tochter nicht verstanden habt. Vielleicht war das damals zu viel für uns, um es zu überbrücken. Nachdem Danny geboren war, wusstet ihr, dass ich eine Pause, etwas Zeit haben wollte, um mir über die Dinge in meinen Kopf und Herzen klar zu werden. Es ergab keinen Sinn für dich oder Papa und das verstehe ich. Aber ihr saht nicht wie. Ich war so verzweifelt und einzig Esteban war bereit, mir diese Zeit zu geben, weil er sah, wie unglücklich ich war. Ich gebe euch nicht die Schuld an meiner Entscheidung zu gehen und vielleicht hätte eine Auszeit zum selben Ergebnis geführt. Wir werden es nie wissen und ich versuche, ohne Reue zu leben. Mein Leben war eine Achterbahn und es gab Momente, in denen ich mich danach sehnte, eure Stimmen und Gedanken zu hören, selbst die negativen. Ich weiß, dass ihr mir helfen wolltet, als ich das letzte Mal mit euch in New York sprach und euch um Hilfe bei der Rückzahlung meiner Schulden bat. Doch eure Bedingung war es, direkt dorthin zurückzukehren, wohin ich nicht zurückkehren konnte. Ich hasse es, dass dies unsere letzte Unterhaltung war. Es tut mir heute noch leid, dass ich euch anrief. Es tut mir leid, dass ich euch das Herz brach. Es tut mir leid, dass ich zuließ, dass ihr meins gebrochen hattet, indem ihr mich so lange zum Schweigen zwangt. Ich denke, wir haben genug gesühnt. Jetzt sitze ich unter einem blauen Feld kristallener Sterne, wie die Poetin, die ich hoffentlich bin, und warte auf die Gelegenheit, eine alte Brücke zu meiner Mutter und meinem Vater wieder aufzubauen. Ich hoffe, wir können sie noch einmal überqueren. In Liebe, eure Tochter. Either Karen was desperate for a job, or she loved working with kids. Was ist das? Karen has been camping in her own house since we arrived. One thing Claire and Karen have in common, their love for pancakes. I do remember Karen would drown her pancakes in hot sauce. Ugh, gross. Ich wollte gerade sagen, das schmeckt doch so gar nicht. Scharfe Soße, ja, aber doch nicht auf Pfannkuchen, ist ja eklig. Das war die Notiz von draußen. Karen must have been so excited to finally hit New York. Flieh durch die Nacht, nicht durch die Furcht. In die große, grelle Stadt. Stopp. Das Klischee in Stahl stirbt nie. In den Gebäuden, dem Verlauf der Straße. Doch egal an was oder wohin ich mich wende, der Sog einer Million toter Poeten fordert mich erneut zum Tanz auf. Los, doch diesmal führe ich bis zur nächsten Flucht. Looks like they all finally found their home. Karen looks so young and fragile on this picture. Hard times. Der Brief, den wir schon gelesen haben. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. Ach, das ist ein neuer. Olasien, tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, mich zu entspannen, seit wir aus Haven Point weg sind, dank dir und deinem Bruder. Ich glaube immer noch nicht, dass es echt passiert ist. So bizarr. Sarah Lee und ich vermissen unsere Eltern, aber wir sind noch nicht bereit, ihnen zu sagen, wo wir sind. Darum machen wir uns später Gedanken. Mit dem Geld, das du mir gegeben hast, konnte ich die Miete für einen Monat in einem Zimmer in einer kleinen Stadt am Strand und Küste im Voraus bezahlen. Sarah Lee gefällt es hier. Ihr geht es dank Antibiotika viel besser. Uns geht es gut. Das Wichtigste für mich ist meine Schwester, sowie dein Bruder für dich. Ihr habt Glück, dass ihr einander habt, und wir wurden gesegnet, als sich unsere Wege kreuzten. Ich versuche, unsere Crew aus Humboldt zu finden, und ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass es allen nach dieser Nacht auf der Farm gut geht. Wir alle verdienen eine Chance und eine bessere Zukunft. Bitte melde dich, wenn du es auf die andere Seite geschafft hast. Du und Daniel könnt das. Drückt unseren kleinen Helden von mir. Pass auf dich auf. Jake. Nächste? So cute. Looks like Lila has some competition now. Hi Daniel. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du glücklich bist. Mir geht es jetzt so viel besser. Ich freue mich so, dass ich zum ersten Mal das Meer gesehen habe. Ich habe sogar Surfen ausprobiert. Ich denke, dass ich gut darin sein könnte. Ich wünschte, du wärst hier, damit wir zum Strand gehen könnten, auch wenn das Wasser kalt ist. Ich mag dieses Wetter viel lieber als die Hitze. Bitte besuch uns bald. Danke, dass du einer meiner besten Freunde bist. Sarah Lee. Okay. So good to have a home. Again. And a real bed. Tja, nicht mehr lange, ne? Glad they're back on track. I'll always have a crew out there. Ey Diaz, Jacob hat uns seine Postfachadresse gegeben. Du kannst dich nicht vor uns verstecken, Miststück. Wir wissen, dass du in der Wüste bist, wie eine Echse. Vermiss dich, Penny. Ich hoffe, du und Daniel seid jetzt frei. Colorado hat noch mehr Gras und Hinterwäldler, aber weniger Gewalt. Wir können uns entspannen, bis wir entschieden haben, wohin wir verflucht nochmal als nächstes gehen. Hannah. Schwer zu glauben, dass Finn nicht hier ist, um Schwachsinn anzuzetteln. Und dafür vermissen wir ihn auch nicht. Doch er wird noch ein paar meiner Lieder inspirieren. Wir alle wollen uns an seine Engel erinnern, nicht an seine Dämonen. Mexiko ist nicht weit weg, also stell dich auf ein paar Immigranten ein, die zu dir unterwegs sind. Pass auf deinen Bruder auf und erlaub es ihm, sich um dich zu kümmern. Peace, Cassidy. Und ja, vielleicht ihre Handynummer oder was das auch immer ist. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Fuchs, aber ich gehe mal davon aus, das soll wahrscheinlich ein Wolf sein. Okay, Augenarznei, die müssten wir auch, She changed my diapers, but... It feels kind of awkward to be here. Ja, ich glaube, das geht jedem so. Hallo? Du sollst sie ansehen? Gotta keep my eye lube handy. Glad I don't need it as much. Okay, ich dachte, vielleicht müssen wir die jetzt nochmal benutzen. Schlangenhaken. Wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. Okay. Okay. Dad was an absolute fan of this movie. Huh. Maybe they were nerds together. I totally forgot about that key. Whoa. I should have gone through that flash drive weeks ago. Mathehausaufgaben. Die hat er nicht gemacht, oder was? Filme und so, Zeichnungen, anderer Kram, Bilder. Zeichnungen. Können wir die anklicken? Nee. Können wir die hier anklicken? Auch nicht. Okay. Hey, Dad. Lila always knew how to crack me up. Stimmt, an die kann ich mich noch vage erinnern. Ich glaube, die war nur ganz am Anfang in der ersten Folge mal dabei. Man, I'm still not used to this heat out here. Whoa. I should have gone through that flash drive weeks ago. Okay, also benutzen und überprüfen ist offensichtlich das Gleiche. Brody's so good at describing painful situations. And seeing the good into it. Ihr könnt wieder nach Hause fahren von Brody Hollaway. Ach so, das letzte Mal, als ich meine Mutter vor diesem Jahr sah, sagte ich ihr, dass sie mich verflucht nochmal in Ruhe lassen soll. Dass ich mit meiner ganzen beschissenen Familie fertig war. Meine wahre Familie seien die Fremden, die ich unterwegs treffe, die zu Freunden werden. Nicht meine Familie, die zu Fremden geworden sind. Ich adoptiere all die Online-Verbindungen, die ich... rund um die Welt aufgebaut hatte und all die wandernden Seelen, die mir auf meinen zukünftigen Reisen begegnen würden. Davon würdet ihr jetzt lesen. Allerdings, als ich meine Mutter das nächste Mal sah, war sie in unserem Heim in Utah in Hospizbetreuung, ihr Körper leicht und zerbrechlich wie ein Spinnennetz. Sie hielt meine Hand und sagte mir, dass ihr all das Leid tut, was uns den Großteil meines Erwachsenenlebens auf Distanz gehalten hat. Meine Mutter starb an Krebs und ihr tat es leid. Also weinte ich, sie weinte, mein Bruder weinte, wir alle weinten. Und all diese Jahre des Mists in der Familie waren Staub im Wind, einfach so. Ich war einfach nicht mehr wütend. Ich wusste nicht, dass es so einfach sein würde oder so schwer. Es bedeutete nicht, dass die Vergangenheit nicht passiert war oder dass ich nicht auf meine eigene Art verantwortlich war. Mein Bruder erzählte mir immer, ich wäre ein fingierter Liberaler, weil ich unterwegs war, die Welt zu retten, während er sich um Mutter und das Familienanwesen kümmern musste. Vielleicht hatte er recht, aber ich sagte ihm, dass er auch das Geld habe, um sich um sie zu kümmern. Gott verdammt, wenn ich für die Finanzen zuständig gewesen wäre, hätte ich das Familienanwesen weggegeben und wir wären pleite und würden in einer WG leben. Mein Bruder weiß das. Familien sind einfach verflucht schräg. Die Gesellschaft sagt uns, wir sollten unsere Eltern und Geschwister lieben, einfach wegen Blut und Zufall. Aber was, wenn wir uns hassen? Was, wenn wir nur durch zufällige Gene verbunden sind? Was, wenn... Zufällige DNA? Was, wenn... Was auch immer. Es spielt keine Rolle. Ich habe das Beste und Schlimmste in den Menschen gesehen. Wo auch immer ich hingehe. Ihr erlebt diese Extreme um 3 Uhr morgens an einer leeren Tankstelle oder auf einer verlassenen Straße. Ja, ich habe einige starke Familienbande in schweren Zeiten gesehen. Ich weiß, dass es da draußen große Geschwister gibt, die sich immer um ihre kleinen Geschwister kümmern werden. Und andersherum. Sie haben mir geholfen, unser fragiles Ökosystem in der Familie zu verstehen. In ihren letzten Stunden hielten mein Bruder und ich die dünnen Finger meiner Mutter, als sie zu einem Ort weiterzog, der hoffentlich besser ist als der, von dem sie kam. Nachdem sie fort war, fand ich einen Haufen alter Schulaufsätze und Geschichten, das einzige, in dem ich in der Schule gut war. Ich wusste nicht, dass sie diese aufbewahrt hatte oder dass es sie interessierte. Auch wenn wir uns nie verstanden, muss sie doch ein wenig stolz gewesen sein, dass ich meinen eigenen Weg ging und versuchte, Gutes zu bewirken. Mütter wissen, wie sie einen dazu bringen, wie ein kleines Baby zu weinen. Das erste Mal seit langer Zeit, dass mir Tränen in den Augen brannten. Es fühlte sich gut an. Also bin ich jetzt in ein Zuhause zurückgekehrt, von dem ich einst schwor, dass ich nie zurückkehren würde. Diesmal fühle ich mich nicht so entfremdet, auch wenn ich es noch bin. Wie ich zu oft sage, es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Jetzt muss ich mich um ein Anwesen kümmern und habe mehr Verantwortung, als mir lieb ist. Doch ich muss dies als Karma oder Schicksal oder das Dharma der Privilegierten sehen. Keine Panik, aber ich lege vielleicht eine Pause in mein Leben auf Rädern ein, nur um zu sehen, wen oder was ich helfen kann. Jetzt, da ich mehr Ressourcen zum Verteilen habe. Ich bin mir sicher, mein Bruder wird zustimmen, fügt hier Sarkasmus ein. Falls wir nach all dieser Verbundenheit in Trauer noch miteinander reden. Okay, das ist kein glückliches Ende, aber vielleicht ein hoffnungsvolles. Und wo ich gerade von Hoffnung spreche, angesichts des traurigen Zustandes dieser traurigen Nation denke ich, dass es Zeit wird, meine Wohlfühlzone zu verlassen. Schickt mir Nachrichten aus Orten oder von Leuten, die mir nicht so bekannt sind. Orte, die ich erkunden kann, um neue Geschichten zu erzählen. Wie Kanada oder Mexiko. Oder die Straße hört nie auf. Das ist noch eine. We miss you too, Lila. Always. Ich am Tag, alles gut, alles unter Kontrolle. Ich um 3 Uhr morgens in meinem Bett. Lila Park hat ein neues Foto hochgeladen. Lila Park hat ein neues Foto hochgeladen. Mein kleiner Bruder Daniel Diaz hat Geburtstag. Verschwunden. Nicht vergessen. Ich wünsche mir etwas für dich. 10 Leuten gefällt das. Okay, wir gucken aber mal eben, oh, das war's nicht. Wir gucken aber mal eben Arthur das Teleskop zurückbringen und nach Daniel sehen. Ja, das Teleskop, genau. Das ist aber, glaube ich, jetzt hier unser Bereich sozusagen. Arthur und Stanley probably want their telescope back. Haben wir doch dabei, oder? Teleskop. Habe ich doch eben gesehen, wie der das in der Hand hatte. Leute. Muss ich das noch aus dem Rucksack holen, oder was? Es sah nämlich eben so aus, als ob der das auch ausgepackt hatte und dann den Rucksack da abgestellt hat. Ich schau mal eben nach. Moment. Nö, ich kann es nur ansehen. Also gehe ich mal davon aus, dass ich das Teleskop dabei habe. Ich weiß nicht genau, wo die jetzt wohnen. Ich hoffe jetzt mal im nächsten Haus. Da sitzt auch schon jemand. Ja, Stanley und Arthur. Morning, Sean. Morning, guys. Hey, what's up? Morning, Sean. Join us. Have a seat. Hey, just in time for our special desert brew. And dust-free. Thanks. So much. Sean, it's too early to be so awake. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it too. That's my favorite view out here. It's like ancient times, but it never gets old. Unlike us, darling. That canyon will be here long after we're gone. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime. Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us. That's the only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. Wonder where she got this. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But you know, well, some parts of the year this place is full of friends and family. Christmas, for example. So, why did you come out here? Because we got tired of people's bullshit. Things change. But being gay is still dangerous. The end. Sean, I'm almost 60, and I was a happily married man for 20 years, until I came out. I don't blame my family for being in shock, but I didn't think they'd disown me. My other daughters won't even talk to me anymore. So I stay. After we got together, we both had serious breakdowns. Then we got the hell out of the Bay Area. For the better. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own way. You will. People come here to reset their life. Become the person they wanna be. Or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59, but I'm 25. Uh-huh. I'll remember that on the next hike. I'm gonna see what Daniel's up to. Thanks for the desert brew. Aber mir geht's doch genauso. Ich meine, ich bin irgendwo bei 25 oder so stehen geblieben und ja, mein Körper fühlt sich so ein bisschen wie 80 an teilweise. Look at that. I thought there was only vultures in the desert. Aber wer weiß, wenn man mal irgendwann doch den richtigen im Leben kennenlernt, der kann natürlich jeden alten Körper wieder auf Vordermann bringen. Arthur and Stanley cannot wait for the 4th of July. Me neither. 4. Juli? Achso, der ist gar nicht hier drin. Huh. You think they picked this up at the gas station? I hope not. It's too cute. Looks like Brody, the bear. I sure wish we had him around now. He was a good guy. Ja, Daniel. Hey, Sean. What were you doing at Arthur and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. You know what? I saw them kissing the other day. Kinda weird. You know it's actually normal for people in love to kiss, right? I know. I just mean, they're really cute together. I hope somebody cares about me like that when I get old. Hey, artist, come by Joanne's place. We're making wild sculptures. Hold up. Sis. I'll be over in a minute. What's up, Joanne? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel, let's take a little break. Got it. That child is something special. Yeah. I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. But you have your own talent, Sean. I'm dead serious. Talent? Thanks. But I still have a lot to learn. Of course you do. Only dumbasses think they know everything. It's okay to not know stuff. Don't worry so much about the outcome. An artist has to take a leap of faith about every other week. Did you always want to be an artist? Good grief, no. I tried very hard not to be one. Till I realized it was useless. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy, but in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? Oh, I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input, okay? Okay. Sure. Why not? Ah, there you go. Now, go stand over there. Daniel, you ready to start again? Oh, yes. Hold on. Das ist schon irgendwie niedlich. Ich denke, der soll sich da hinstellen und nicht da hochgehen. I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here. But go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like block toys. Hell yeah. Let's do this. Oh Gott. Das ist der Kopf, das sind die Arme und was gibt's noch? Das ist der Bauch, okay. Okay, Daniel. Can you slam dunk the earth ball onto the base? Watch this layup. Oh, you should totally do like the model, but with the spider on top. Mit der Spinne oben drauf? Hallo, kannst du mal stehen bleiben? Now, let's throw on that spider. Totally. Now, let's move Mr. Pancake's head onto the pedestal. See, Sean. Hallo, bleibst du mal stehen? Ich finde das gut so. Kann ich runter? Feel like we're almost done. Well, I think this is it. Looks good to me. Only if the muse approves. Not what I had in mind, but it's still cool. You did a great job, Inanna. Well, ich hab das Sean, genau wie eine Vorlage gemacht. I think art might be in your family DNA. There's no escape. I think we're done for the day. Thank you so much for your help. Okay. That was fun. Joanne is so chill about her art. Hallo, warum läuft der jetzt hier schon wieder? I bet you would like Minecraft. It's kind of like this. Yeah, ist doch genauso wie auf dem kleinen. It's a video game, right? Yes. And you can build whatever you want in it. Ooh, you have to show me then. Precarious Patriot, shrouded in dust. Was ist denn eigentlich unser Ziel? Auf Karens Rückkehr warten, okay? You okay, Joanne? Yeah, as fine as frogs here, sweetie. I like to take a good look at a piece after I'm done working on it. It helps me connect with it. Cool. Well, thanks for letting me be a part of it. Oh, thank you, Sean. See you around, hon. That's cool. Joanne trusted me to help build her sculpture. Ja, auf Karen warten heißt jetzt was, dass wir jetzt die Zeit hier ein bisschen vertun müssen? Oder sollen wir uns irgendwo hinsetzen oder so? Ich meine, wir haben jetzt hier keinen Stuhl. This is such a weird fucking place. But that's what's cool about it. Hm. Brettspiel? Kino? Dude, remember when you totally fell asleep during that Bollywood flick? Because it was so lame after those cool cartoons. Whatever. You missed Priya and Stanley teaching me how to dance. No, I didn't. You can't dance, dude. Also, wir schauen einfach mal nach, ob wir uns hier vielleicht hinsetzen können oder so und dann da auf die Karen warten können. Das wäre natürlich eine gute Idee. Nee, da kommen wir nicht mal rein. Toll. Okay. I could get used to that scenery. We helped Joanne set up this giant vacuum with binoculars, as David calls it. It's so cool that people want to give a second life to their stuff. This place is the ultimate playground for Daniel. Joanne can throw a total rager out here, but without asshole neighbors. Joanne says she needs all this junk to grow inspiration from. Zeitungen, ich habe Zigaretten gelesen auch. There's power cuts all the time here. But no one's really bothered by it. I love how they recycle everything into art, construction, or agriculture here. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Der ist ja eine regelrechte Plage hier. Too bad there's nobody my age here. I wish Daniel wasn't the only kid in town. Bei denen ist er nicht. Da darf ich anscheinend nicht hin. Da darf ich auch überall nicht hin. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Kann ich mich hier hinsetzen? Auch nicht. Ich will mich doch nur hinsetzen oder irgendwie ein bisschen ausruhen oder so, bis die Karen kommt. Leute, euer Ernst jetzt. Na komm, in ihren Wagen komme ich auch nicht rein. Und keine Ahnung, wo Daniel ist. Aber wir haben immer noch das Ziel, ja, dass wir auf Karens Rückkehr warten sollen. Ach, jetzt auf... Ach so, doch, das sind die Pflanzen gewesen. Jetzt auf einmal ist der Wagen wieder offen, oder wie? Wollt ihr mich veräppeln? Dude, Daniel told you to search outside. Hä? Wie draußen suchen? Was draußen suchen? Hä? Soll ich denn suchen? Karen oder was? This part of town is dead this time of year. I should stay around here. Wish I could be as cool and as wise as these guys when I get older. Ja. Ich kann hier aber nicht wirklich was machen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt suchen soll. Daniel ist auch wieder verschwunden. Da kann ich auch wieder nicht hingehen. Das ist ja schrecklich hier. Ach, der ist nach da oben gegangen. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Hey Daniel, sag mir mal, wie du da hochgekommen bist. Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen, weil Daniel hat sich da oben verkrochen. Der will nicht mit uns reden offensichtlich und wir sollen ja auf Karen warten. Ich habe keine Ahnung, wann die hier endlich mal auftaucht. Ja, ich würde mal einfach sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen, dass ich das Ganze noch weiter laufen lasse und dass ich das dann zusammenschneide, wenn Karen denn endlich mal aufgetaucht ist. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Ciao!